Konrad Wolf, ein Leben so zerrissen wie das Jahrhundert. Künstler und Kommunist, Regisseur und Funktionär, der wichtigste Filmemacher der DDR. Jedes neue Werk von ihm war ein Ereignis. Nur wenige wussten, wie Konrad Wolf wirklich war, wovon er träumte und was ihn bewegte. Begriff einfach, der sitzt hier in der Mitte und hat etwas vor. Er war so ein in sich hineinschlucker. Wir sind als Kinder immer zusammen gewesen und wie das bei Kindern ist, hatten wir auch unsere Konflikte. Er hat Momente gehabt, wo er eben auch schwierig war, schwierig. Ich habe den sehr gemocht, also ja, richtig sehr gemocht. Er konnte eigentlich über gute Pointen lange lachen. Nee, da war er schon empfindsam. Aber er selber konnte keine tollen Witze machen. Gell? Achtung, Deutsche! Die Rote Armee stößt unaufhaltsam über die Oder vor. Sie ist nur noch 150 bis 200 Kilometer von den Armeen Eisenhowers und Montgomerys getrennt. Ich sehe Straßen mit deutschen Schildern. Das ist meine Heimat, sagt man. Ich war 19. So deutlich wie in diesem Film von 1968 hat er nie wieder von sich selbst erzählt. Wie der Held ist auch Konrad Wolf mit seinen Eltern nach Moskau emigriert. Nun kehrt er in sowjetischer Uniform zurück. Es war die erste Zusammenarbeit mit einem der besten deutschen Drehbuchschreiber, der sein engster Vertrauter wurde, Wolfgang Kohlhase. Auch er erfuhr erst damals, was Konrad Wolf als Freiwilliger in der Roten Armee erlebt hatte. Wolf hat ja über diese Zeit vorher nicht oder kaum geredet. Also er ist mit seinem besonderen deutschen Schicksal nicht herumgelaufen. Und es waren dann über 20 Jahre vergangen, als er vielleicht das Gefühl hatte, er kann und will jetzt darüber reden. Ein Filmtagebuch aus der Zeit zwischen Krieg und Frieden. Die letzten Schüsse fallen im Kampf um eine Heimat, die Konrad Wolf fremd und unheimlich geworden war. Mörderland statt Vaterland. SS, die machen uns fertig. Die machen uns alle fertig, in letzter Minute. Gib mir eine Waffe! In Ruhe! Das Problem Deutschland, die Enttäuschung auch über Deutschland, über die Deutschen, hat bei allen Emigranten tiefe Spuren hinterlassen. Und bei Conny natürlich mit diesen schlimmen Kriegserlebnissen, wie beim Vater auf andere Weise, aber auch, das hat schon Spuren hinterlassen. Und die Heimkehr dann und die Begegnung oder Wiederbegegnung, aber es war ja eigentlich keine richtige Wiederbegegnung mit Deutschland und den Deutschen. Das war schon auch mit Misstrauen verbunden. Plötzlich behandelte man ihn als Deutschen. Auch die eigenen Leute. Es war für die Russen nicht interessant, wer er war. Aber plötzlich kamen sie hier an und sagen: Sag mal, du bist doch Deutscher. Und die Deutschen, denen er begegnete und mit denen er Deutsch sprach, sagten: Sind Sie Deutscher? Und er fragte sich plötzlich, wer er war. Mich interessiert, was Sie hier noch machen. Ich habe Ihnen doch schon erklärt, dass wir eine Heeresintendantstelle sind. Wir haben heute früh unsere Arbeit aufgenommen, wie immer. Und Sie wissen nicht, dass unsere Panzer seit gestern hier durch sind? Wir haben gestern nicht gearbeitet. Wir kommen mit dem Bus aus Berlin. Und ich bin seit gestern hier Kommandant. Sind Sie Deutscher? Machen Sie sich fertig! Wolf und Kohlhase verstießen in diesem Film gegen Geschichtstabus der DDR. Natürlich gab es das Thema mit den
Was ist mit Vergewaltigung, was ist mit Übergriffen? Und wir wussten, wir müssen das auf irgendeine Weise artikulieren. Wir wollten es auch artikulieren. Gleichzeitig wussten wir, das ist ein im öffentlichen Gespräch ausgespartes Thema. Und wir brauchten eine bestimmte Verfahrensweise. Also haben wir das in eine Situation zwischen zwei Frauen verlegt, wo du eine Chance hast zu sagen, das passiert den einen und das ist den anderen passiert. So, das ist aber keine Erfindung der Zensur, das war unsere Erfindung. Was wollen Sie? Kann ich hier schlafen? Hier ist keine Wohnung, hier ist die Kommandantur. Lieber mit einem als mit jedem. Hier ist die Kommandantur. А ты хорошо говоришь по-немецки? Она боится. А тебя не боится, так? Наших боится. А ты скажи следующее, раз вы так хорошо друг друга понимаете. Я тоже боялась. Звериным страхом боялась. Konrad Wolf, Sohn des Dramatikers Friedrich Wolf, war als Achtjähriger 1934 mit der Familie vor den Nazis nach Moskau geflohen. Die Stadt, besonders die Gegend um den Abad, war seine Heimat, an der er hing, obwohl der stalinistische Terror sie überschattete. Hier wuchs er auf, zusammen mit seinem Bruder Markus, dem späteren Spionagechef der DDR-Staatssicherheit. Es ist sicher schon so, dass in seinem Wesen, seinem Charakter, der russische Teil der Biografie ganz tiefe Spuren hinterlassen hat. Später, glaube ich, hat er diese doppelte Zuneigung zu dem einen Land, aber auch zu dem anderen, diese doppelte Beziehung, will ich mal sagen. Ich glaube, später hat er das nicht als Irritation, sondern als Reichtum empfunden. Wenn Konrad Wolf glücklich war, sang er auch später in der DDR russische Lieder. Freunde lud er gern zu Pelmeni ein, einem russischen Nationalgericht. Ich meine, die größte Geschichte und das Wichtigste für Conny ist ja der Missionar der Pelmenis. Pelmenis, das war eben russisch, die muss man vorher mindestens eine Nacht in den Frost legen. Wenn man sie dann aß, dann war mindestens die Hälfte des Spaßes war der Vorabend, weil da mussten sie gemacht werden. Es gab keine Nudelroller, dann haben wir eben eine leere Flasche. Aber Pelmenis wurden gemacht. Natürlich waren für mich meine Pelmeni die besseren, wie für ihn die seinen die besseren waren. Das war so ironische Folklore auch, nicht? Also muss man die so ernst nehmen. 999.000! Hurra! Hurra! Es war sozusagen Konfektion wie aus der Maschine. Mussten die, und die mussten auch so, dass man sie zählen konnte auf den Brettern, wie die Soldaten ausgerichtet seien. Das war seine Freude. Nach Emigration und Kriegseinsatz arbeitete er im zerstörten Berlin, unter anderem als Journalist. Später kehrte er nach Moskau zurück, um Regie zu studieren. Die Spannung zwischen den beiden Kulturen hat sein Leben geprägt. Ich glaube, wenn du das gemacht hast und das unter den schlimmen Bedingungen des Krieges, diese Art von über die Front rufen, dann bleibt dir davon vielleicht etwas fürs Leben, dass du auf Leute zugehst und andere Meinungen für möglich hältst. In seinen Filmen versuchte er sich immer wieder zu erklären, was in Deutschland geschehen war in den Jahren seiner Abwesenheit. Ich bitte Sie, eine Frau liegt in den Wehen. Na und? Noch was? Eine sehr schwere Geburt, Herr Offizier. Beide werden sterben, Sie und das Kind. Was soll ich denn da machen? Sowas kann doch mal vorkommen, ne? Ihr seid keine Menschen. Wilde Tiere. Alle Deutschen sind gleich. Vom ersten bis zum letzten. Alle Wölfe,
Ratten. Hör mal zu, jedem. Für das, was du da eben gesagt hast, kann ich dich auf der Stelle erschießen. Würde nicht mal Gewissensbisse dabei spüren. Aber... hab einfach keine Zeit. Sterne, die bewegende Liebesgeschichte zwischen einer Jüdin und einem Wehrmachtsoffizier. Er versucht, sie zu retten, aber der Zug in die Vernichtung rollt schon. Sterne war Wolfs erster internationaler Erfolg, ausgezeichnet in Cannes. Das Grundthema des Films ließ ihn nie mehr los. Was richtet das Gewissen des Einzelnen aus im Jahrhundert der Massen? Schon ab. Nein. Ruhe hier. Bitte Ruhe. Bitte. Konrad Wolf verstand sein Handwerk als fesselnder Geschichtenerzähler, der immer wieder Neues ausprobierte. Seine Gründlichkeit war legendär. Antonin Quer. Bin bei Becker. Becker scheint aber unscharf. Nein. Aus! Der Becker war jetzt also ein bisschen betont. Können da noch eine, wenn du meinst, bin ich für total. Ich würde sagen, fand ich gut. Würden wir noch eine machen? Ich tue mir schwerer, aber ist gut. Ja. So, noch eine. Er hatte etwas in seinem Wesen, das immer das Gefühl verbreitete, irgendwas fehlt mir hier noch. Irgendwas könnte noch besser sein. Das heißt, durch irgendein. Er stand eigentlich wirklich mit wenigen Worten, und wenn er sprach, dann sprach er sehr leise, am Drehort rum. Und bei uns allen verbreitete sich das Gefühl, irgendwas ist hier noch nicht so, wie er es haben will. Zum Beispiel ist diese Parfümflasche in Ich war 19, war ein großes Thema. Er hatte eine Erinnerung aus seiner eigenen Kriegszeit, und die sollte es sein. Ja, nun lag die Kriegszeit aber dann doch auch. Also wir haben ja hier in Borgsdorf gedreht und hatten nur die Kasernen. Wir haben die Kasernen allesamt verrückt gemacht. Die Offiziere sind suchen gegangen in den Schränken. Also irgendwie wurde dann doch das von ihm verlangte Requisit gefunden. Also es war ein riesiger Aufwand, ja. Besonders junge, unerfahrene Darsteller führte Konrad Wolf zu erstaunlichen Leistungen. Was tust du? Wir sind der Leuchtturm, und da draußen auf dem Meer ist unser kleines Boot. Es gibt Notsignale, wir erwidern seine Zeichen. Wird es den Hafen erreichen? Unbedingt. Und es findet noch Menschen in der untergegangenen Stadt. Ja, die Stadt ist doch gar nicht untergegangen. Der Kahn war zu weit abgetrieben. So sieht jeder, der in Not ist, unseren Leuchtturm. Ja, jeder. Wenn er will. Er hat natürlich diese Naivität, diese Unsicherheit und Hilflosigkeit und diese gewisse Aufgeregtheit, die das mitbringt, und was Tastendes, das hat er gewollt. Ich wünsche allseits guten Appetit. Früher haben sich die jungen Mädchen im Internat auf die Ehe vorbereitet. Heute steckt man sie in die Fabrik unter lauter Männer. Elfriede, früher. Von Rita ist doch ein moderner Mensch. Die Verhältnisse haben sich gründlich geändert. Hast du nicht Feierabend, Ulrich? Dein Parteiabzeichen hast du doch schon in der Garderobe abgelegt. Der Martin Flörchinger, ein Schauspieler, den wir alle sehr geliebt haben, er spielte meinen Vater im geteilten Himmel. Und eines Tages in der Drehpause sagt der Martin zu mir: Was ist denn das für einer? Und meinte den Conny. Ich frag, wieso? Und da sagt der Martin: Der sagt ja nichts.
Naja, da bin ich zu Conny Wolf gegangen, habe ich gesagt, der Martin, der meint, du sagst ihm nichts. Da sagt der Conny, ja, was soll ich ihm denn sagen? Also bin ich wieder zum Martin, weil ich beide lieb hatte, ja. Bin ich zu Martin gesagt, habe ich gesagt, der Conny hat gesagt, er weiß nicht, was er dir sagen soll. Und da sagt der Martin auf seine Art, die so geradezu war, na, ob ich gut bin oder ob ich schlecht bin. Also gehe ich wieder zu Conny und sage, er will wissen, ob er gut oder schlecht ist. Und da sagt der Conny mit einer, ja, fast mädchenhaften Scheu der Verlegenheit. Er war ja so ein großer Mann und hatte dann immer so kleine Schlitzaugen. Voller Verlegenheit sagt er, das wisse er auch nicht. Weil er hat doch den Beruf nicht gelernt. Das müsse dann der Martin selber wissen. Der geteilte Himmel von Christa Wolf war ein heftig kritisierter Roman. Am Drehbuch schrieben Christa und ihr Mann Gerhard Wolf mit, eine Liebestragödie vor dem Hintergrund der deutschen Teilung. Der Republiksflüchtling erscheint als Verzweifelter, nicht als Verräter. Ich will dir folgen. Durch Wälder und Meer, durch Eis und Eisen, durch feindliches Heer. Heißt es nicht so? Was wussten denn die, als sie solche Lieder machten? Früher suchten sich die Liebespaare vor der Trennung einen Stern, an dem sich abends ihre Blicke treffen konnten. Was sollen wir uns suchen? Den Himmel wenigstens können Sie uns nicht zerteilen. Doch, der Himmel teilt sich zuallererst. Das ist natürlich interessant, dass Wolf dieses umstrittene Projekt aufgenommen hat. Nicht? Er wusste ja um die verschiedenen Meinungen, dass er trotzdem das nahm. Und ich glaube, weil er auch wirklich Konflikte in einem DDR-Film zeigen wollte. Er war auch kein Verdränger von Problemen. Ich weiß nicht, ob er. Ich glaube, er hat natürlich geglaubt, dass die Revolution oder der Sozialismus, der war sozusagen seinem Leben vom ersten Tag an beigegeben. Insofern war es klar, er ist ein für alle Mal auf dieser einen Seite. Das Normale sehe ich darin, dass die enge Verbundenheit und das große Vertrauensverhältnis zwischen Kunst und Macht, wenn man so sagen kann, zwischen Künstlern und unserem Volk zur Norm, zur Lebensnorm und dadurch zum Normalen geworden ist. Natürlich war die Loyalität gegenüber der DDR, gegenüber der Partei, der ja dann auch im Zentralkomitee angehörte, war für ihn, hatte ein ganz hoher Wert. Auch eine Grenze, die dadurch gesetzt wird, die er nicht überschreiten würde. Er benutzt ja sogar in seiner Stellungnahme zu der Biermann-Geschichte das Wort Barrikade. Was Wolf aber auszeichnet, was wir in ihm so geschätzt haben, so dass man also von Freundschaft sprechen kann, dass man mit den eigenen Problemen, die jetzt mit seiner politischen Haltung nicht mehr übereinstimmte, offen diskutieren konnte. Als er Präsident der Akademie war, hat Christa erst zu ihm gesagt, um Gottes Willen, dann bist du als Filmregisseur erledigt. Später hat sie ihm gesagt, wir hätten sicher keinen günstigeren Menschen auf dieser Position haben können als du, der noch vermitteln konnte überhaupt zu ZK und Ministern, wie er, der in dieser Zwischenposition stand. Mit nur 38 Jahren war er Akademiepräsident geworden. Er schuf Freiräume für seine Kollegen. In der Öffentlichkeit hat er das System nie in Frage gestellt. Doch die Schauspielerin Christel Bodenstein, mit der er 17 Jahre verheiratet war, kannte auch eine andere, verborgene Seite. Er hatte Zweifel und das hat mich immer sehr. Also, er hat einmal gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue wörtliche Formulierung, aber er hat gesagt, der Sozialismus. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Hoffentlich funktioniert das. Irgendwann erinnere ich mich, dass er gesagt hat, es geht nicht mit der Partei und es geht nicht ohne die Partei.
Woher nimmst du den Mut zu deiner Funktion, Genosse Weihrauch? Du. Seit 1919 bin ich Kommunist. Parteisekretär zu sein, den Mut habe ich heute noch nicht. Ja, dass du ein schlechter Sekretär bist, das sehe ich. Hier. Äpfel schälst du, wie du reinbeißt. Menschen beurteilst du nach der Schale. Wiedersehen. Dass auch Konrad Wolf tief verletzt war durch die dogmatische Kulturpolitik, konnten die Zuschauer des DDR-Fernsehens 1980 zumindest erahnen. Niederlagen, ja, gab auch Niederlagen insofern, dass Filme von mir zum Beispiel nicht aufgeführt wurden, wie das ist ja bekannt, also Sonnensucher. Er hat 11 Jahre gedauert, bis er das Licht der Welt erblickte. Nur gut, das betrachte ich nicht als meine persönliche Niederlage, sondern eine Reihe von Umständen, die jetzt zu weit führen würden, haben dazu geführt, dass der Film eben seinerzeit nicht aufgeführt werden konnte. Ich glaube, dass das nicht zum Vorteil war seinerzeit für die Entwicklung unserer Gegenwartsfilme. Wir haben ihn immer dann als tragische Figur gesehen, der an diesem Konflikt auch zerbrochen ist. Er war so souverän, war er wiederum, dass er andere Meinungen akzeptieren konnte und bewegen. Und das hat ihn auch, ohne dass er sich von seinen lösen konnte. Das, ich sage, das ist sein innerer Konflikt. Unter der wachsenden Bedeutung Konrad Wolfs in der Gesellschaft litt sein Privatleben, bis die Ehe mit Christel Bodenstein schließlich zerbrach. Er wurde wirklich immer mächtiger. Also seine Aura bei Geburtstagsfeiern. Wir feierten wie verrückt. Wenn Conny kam, war es ganz still. Uns redete nur noch Conny. Auf den Sturzkampfflieger. Und von dem Moment an wurde dieses Lied zu so einem Volkslied, wenn man so will. Ja, ja, genau, Volkslied. Ja, aber er hat es anders gesungen, er hat es etwas vereinfacht, banalisiert gesungen. Und wir, Mischa und ich, wir haben jetzt vor kurzem dieses Lied. Es muss ihn nicht überrascht haben, dass ich gegangen bin, weil ich habe eben 2 oder 3 Mal wirklich echte Signale gesetzt. Und da hat er zu mir gesagt, ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt in die Akademie gehen und das Amt hinlegen? Oder wie denkst du dir das? Und da habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will nur sagen, dass das für mich eigentlich, dich nicht zu haben, eigentlich bist du ja nie da, dass das für mich schwer lebbar ist. Frei von allen Zwängen, eigensinnig und kompromisslos. Mit der Sängerin Sunny schuf Konrad Wolf eine Figur, in deren Sehnsucht nach unbedingter Individualität sich ein Millionenpublikum wiederfand. Bis heute ist sie seine beliebteste Filmheldin geblieben. Blue, the dawn is growing blue. A dream is coming true. When you will come my way, some sweet day. Red, the sun is rising red. Was die Figur vielleicht reizvoll macht für ein Publikum bis heute, ihre mangelnde Begabung für Kompromisse. Das erzählt ja etwas, dass man möglicherweise von Kompromissen umzingelt ist. Und manche können einen umbringen und auf die darf man sich nicht einlassen. Andere sind unvermeidlich. Also das Thema ist wie es ja meist ist, wenn eine Geschichte beim Publikum funktioniert, dann sie erzählt mehr als die Summe ihrer Fakten. Ist ohne Frühstück. Was soll denn das? Deinetwegen bin ich extra nicht arbeiten gegangen. Ist auch ohne Diskussion. Ich komme auf die Annonce wegen der Sängerin. Ich würde es gern machen. Sag mal, suchen wir einen Torsteher? Ich schlafe mit jemandem, wenn es mir Spaß macht. Ich nenne einen Eckenpinkler. Ich bin die bei den Tornados rausgeflogen ist. Ich heiße Sunny. In Ordnung, morgen um 10 ist Probe. Musik.
Es ist das Aufmüpfige, was sozusagen irgendwie anspornt. Es ging darum, einen Platz zu finden, wo man glaubt, dass man nicht nur gebraucht wird, sondern auch, wo man was geben kann. Also, wo man den anderen was geben kann. Und das kann man ja nur, wenn man selber mit einer Sache ganz fest verbunden ist, wenn man engagiert ist für die Sache. Da war Gold in deinen Augen. Das ist ja das bleibende Thema. Ich meine, wie geht zusammen die Gesellschaft und der Einzelne? Und Sunny singt da zwar am unteren Rand des Schlagergeschäftes tapfer ihre Lieder, aber sie ist auch wieder ein Mädchen von der Ecke und hat halt ihre Träume und ihre, vielleicht auch ihre unpraktischen Träume. Und ich glaube, die Frage, wie praktisch ist das unpraktische Träumen und wie sehr wird das eigentlich gebraucht? Und da der Film immer noch überlebt hat, weißt du, es ist keine Frage, die mit der DDR abgeschafft ist. Ich bin dankbar und froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Kennengelernt, soweit man jemanden kennenlernen kann in der Arbeit, in einer sehr engen Arbeit allerdings. Und in einer wirklich gemeinsamen, sehr engagierten Arbeit und von allen geliebten Arbeit. Das ist das Tolle, dass wirklich alle, die an dem Film beteiligt waren, die Sache geliebt haben. Keine Figur in seinen Filmen hat er je sozusagen verkommen lassen. Er hat sich auch für die negativen oder für die beschädigten Figuren mit großer Liebe interessiert. Er war eigentlich ein wirklich neugieriger Mensch, der die Welt nicht nur anguckte unter dem Gesichtspunkt, wo ist sie dem ähnlich, was ich ohnehin schon weiß. Er war auf Überraschungen gefasst, auch auf Zweifel. Ich denke schon, dass der Conny Wolf auch ein Mensch war, der nicht aufhörte zu gucken und versucht hat, glaube ich, auch immer wieder neu zu gucken. Ich habe das auch im Empfinden beim Drehen gehabt, dass er auch auf mich neu guckte. Konrad Wolf hat Filme der unterschiedlichsten Genre gedreht und die Tonart immer wieder gewechselt. Es ist, glaube ich, auf seinem Weg als Regisseur ein Prozess, zu der Einfachheit zu kommen, die er in meinem Verständnis am Ende hatte. Etwas sehr Direktes, etwas sehr Ehrliches. Das bezieht sich auch auf den einzelnen szenischen Augenblick. Also, und sicher ist bei ihm, wenn etwas durchgeht durch seine Filme, dann ist es vielleicht so etwas wie die moralische Haltung und abgeleitet von da eine ästhetische Haltung und erst dann ein Stil in der Reihenfolge. Am 7. März 1982 ist Konrad Wolf an Krebs gestorben. Er wurde 56 Jahre alt. Die große Zeitenwende, den Zusammenbruch des Systems, für das er kämpfte, hat er nicht mehr miterlebt. Ich vermisse ihn hauptsächlich für Mirko, weil er ist eben sein Vater gewesen. Und ich vermisse ihn als guten Freund, also den man fragen kann. Es gibt ja viele Fragen heute, viel schlimmer und existenzielle auch. Da wäre er bestimmt ein guter Ratgeber gewesen. Wenn ich an ihn denke, bleibt mir eine einigermaßen ratlose Frage. Ich würde ganz gern wissen, was er sagen würde zu allem.